Ich habe lange geschwankt, ich habe mit mir gerungen, aber letztlich hat den Ausschlag gegeben, dass ich finde, dass man nach 20 Berufsjahren und 30 Jahren im Deutschen Bundestag und mit 72 Lebensjahren darüber nachdenken sollte, ob es nicht Zeit ist, in einen neuen Lebensabschnitt einzutreten. Das war eine große Enttäuschung für mich. Ich war ja damals Spitzenkandidat der SPD in Baden-Württemberg und ich hatte vorher viermal hintereinander das Direktmandat in Freiburg gewonnen und war sehr enttäuscht, dass mir das 2013 dann nicht mehr gelungen ist. Ich hatte einmal ein Vier-Augen-Gespräch mit Wladimir Putin. Da handelte es sich damals um soziale und beschäftigungspolitische Fragen des Tschetschenien-Konfliktes. Da ist auch später was draus geworden. Das ist so ein Beispiel, weil alleine wegen der Prominenz sozusagen und der Bedeutung des Gesprächspartners das natürlich nicht so schnell in Vergessenheit gerät. Enttäuschung ist irgendwie keine Kategorie in der Politik. Ich bin hier nüchtern und sehe, wie die Verhältnisse sind und hoffe, dass es in Russland Stimmen gibt, die sagen, das Verhältnis zum Westen kann uns nicht egal sein. Nur auf China zu setzen, kann keine Zukunft für Russland sein und hoffe deswegen, dass auch unsere Politik dazu beiträgt, dass sich hier die Verhältnisse in Russland ändern. So versuche ich daran zu gehen.